Yay! 250 Abonnenten, ist es der Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank. Ich bin total glücklich. Also es dürfen natürlich noch mehr werden. Also viel mehr. Nein, also wirklich vielen, vielen Dank schon mal für alle, die mich bereits abonniert haben. Ich habe meinen Kunden, die im Newsletter drin sind, habe ich erzählt, dass ich ab 250 Abonnenten eine Verlosung starte. Und zwar kann man das automatisch, nimmt man dran, wenn man hier unten kommentiert. Genaueres schreibe ich einfach unten dran, welche Bedingungen alles dran geknüpft sind. Das ist das Stempelset, das ich verlose. Das werde ich heute auch noch verwenden. Also das stilvolle Stiefmütterchen und noch 12 Blatt Farbkarton. 12 Blatt deswegen, weil ich habe alle Incolor 2021, 27, ja, 21, 23 und dann noch Brombeermousse, weil es super zu diesem Set auch passt. Also wenn man da dann sich, ja, freut, freue ich mich natürlich auch. Bin mal gespannt, wer es wird. Gut, okay. Ich habe, mache jetzt schon seit längerem immer Zoom-Treffen mit meinen Kunden. Und das letzte Mal hatten wir diese Einsteckkarte. Ich habe jetzt zwei Varianten vorbereitet. Habe es jetzt bald genau mit so einem Schiebeelement und hier so Einsteckkarte zum Rausmachen. Und das möchte ich gerne mit euch zeigen. Ich habe noch eine Quervariante, das ist nämlich die hier mit dem Magnet. Aber das zeige ich euch dann noch, wie es funktioniert. Also dann, bleibt dran. Bis später. Ich zeige noch ein paar mehr Karten am Ende. Also, ja, freue mich. Bis gleich. Bis gleich, ja. Also, ihr bleibt halt dran. Tschüss. Ich habe also sogar drei mit diesen Stiefmütterchen. Das ist nämlich beim Zoom entstanden hier. Und da zeige ich dir als erstes. Hier habe ich eine Banderola mit dem Designerpapier gemacht und die Stanze, also es ist immer ein Inch breit oder 2,55 cm. Dann kann man das schön außen rum schwingen. So ist also die Grundvariante. Diese Einsteckkarten habe ich jetzt nur ein bisschen koloriert mit diesem schönen Set. Und diese Etiketten, habt ihr die schon entdeckt? Also die sind richtig, richtig toll. Auch gerade mit dieser Lochverstärkung sieht es richtig toll aus. Genau, also einmal ohne Magnet und hochkant. Die habe ich jetzt die aus dem Designerpapier ausgestanzt. Das zeige ich euch gleich nochmal. Das ist jetzt die andere. Da habe ich dann auch das Stempelset verwendet. Genau. Na, so. Und das ist das glänzende Pergament. Und hier habe ich jetzt eine Hochkantvariante und mit den Stanzteilen von den Stanzformen gearbeitet. Guck mal, ist die nicht putzig? Auch die kleine dazu. Ja, ja, erst wollte ich es nicht. Klar, ich dachte, nee, das Stempelset brauche ich nicht. Aber ja, wenn man es einmal probiert hat, ne, man merkt hier, da habe ich ein Magnet versteckt. Das zeige ich dann aber auch gleich. Aber zuerst noch mal kurz das Papier. So, da habe ich schon, wie gesagt, das ist das hier. Da kommen dann die Stanzformen genau drauf, die zeige ich gleich euch. Hier noch, ach, einfach schön. Ja, ich habe schon ein bisschen was verwendet, deswegen habe ich hier meine Restchen. Genau. Also hier die Blätter von den Stanzformen. Also wenn ihr die hier anschaut, da passen diese Formen genau hier drüber. Also nicht so dicht ausstanzen. Ich würde dann hier so schauen, dass ich dann ein bisschen Abstand habe beim beim Stanzen. Und hier das Gleiche. Passen also exakt rein. Also man kann unheimlich viele Blätter rausbekommen. Und die passen natürlich dann auch zum Stempelset. Ne? Also wenn man das dann ausstanzen möchte, wäre jetzt die hier. Oder die kleinen. Ne? Passt dann zu dieser kleine oder die Blätter auch. Also das ist super kombinierbar. Mein Tipp auch da dazu, macht euch gleich schon in der ganzen Farbe das raus. Also hier habe ich mir schon ein paar so einzelne Teile vorbereitet. Auch diese kann ich dann nachher noch gleich verwenden. Und dann mit Rand, ohne Rand verwenden. Mit rosa, bonbonrosa. Na, also gerne schon mal ein bisschen kombinieren dann. Ja, also das habe ich schon mal
hingelegt. Dann geht es nachher noch ein bisschen schneller. Einen A4-Papier, Karton und einen halben Bogen vom Designerpapier reicht. Das schneide ich dann gleich zurecht. Ich würde jetzt den dann, also wieder eine Hochkant-Variante machen. Und zwar beim Designerpapier ist so bei 14,8. Einmal schneiden. Man kann das alles noch ein bisschen anpassen dann. Aber genau, jetzt brauche ich drei Teile. Ich zeige es mal hier. Na, da habe ich hier eins innen, eins da und eins da. Na, die habe ich einmal gewendet von dem her. Na, dann nehme ich jetzt gerade 10,3. Dann nehme ich meinen Farbkarton. Also die weißen habe ich schon mal vorbereitet. Das sind diese Einstecker. Zweimal von denen und einmal von denen. Ich blende es eh ein. Okay, also hier 14,8. Oh, so. Und den Streifen brauchen wir gleich noch für die Tasche. Die Einstecktasche. Hier, das ist der hier. Kommt der Umschlag, also ist der hier. So sieht es dann aus. Und jetzt mache ich hier eine Markierung. Also ich kann die bei dem Einlegen hier, ne, 7,4, dann kann ich hier mir eine Markierung setzen. Aber da ich hier auch runter 4 cm messen muss, mache ich das in der Innenseite mit meinem Bleistift. Lege ich mir gerade ein Lineal. Und zwar hier bei 7,4 rechts und links. Und hier sind es 4. Auf 4 cm. So, hier mein Papierschneider. Leg gerade die Mitte hier ran und diese Markierung bei der 4. So habe ich das Grundgerüst der Karte, ist jetzt also fertig. Und jetzt falze ich beide Falzlinien. Muss ich hier ein bisschen tricksen, weil es so kleine Falzlinien sind. Bisschen vorsichtiger, genau. Das ist gut, wenn man da einmal so mehrfach drüber falzt. Dann habe ich hier diese, ne, Tasche fertig. Und wenn ich jetzt eine Hochkantkarte mache, dann schneide ich mir das hier noch zurecht. Wenn ich jetzt aber den Einleger mache, dann kann ich diese Breite, das wäre jetzt die hier, ja. Also gerade aus dem Reststreifen entscheide ich dann, wie ich es mache. Einmal hier so diesen schmalen Streifen zum Einstecken oder diesen Einstecker, den zeige ich jetzt. Also den mache ich jetzt. Die Breite ist schon so, also 6,3, die haben wir ja schon. Und dann nehme ich das. Und leg hier auf 21. Das soll nachher dann so eine Tasche werden. Ne? Also hier. So die Falzlinien. Also ich habe jetzt 21. Dann 1, 1,1, 11, 11,1,
1 und hier unten noch 1 cm. Eins, dann wendig. 1,1 hätte ich jetzt auch noch gelassen, wäre besser gewesen. Aber so passt halt. Und dann 11. 11,1. Und jetzt hier die untere noch bei einem. So, genau. Dann habe ich diese Tasche. Diese Einstecktasche für die Kärtchen. Die ist minimal, ne? Sieht man. Minimal breiter. Ist ein bisschen, nicht viel, aber das reicht schon, damit das nachher besser rum geht. Hier schneide ich jetzt die Ecke ab. Na, sieht man? So. Dann hier. Und die ganze Leiste, die kommt ab. Ups. Kann auch noch ein bisschen nachgeschnitten werden. So. Jetzt falte ich das nochmal. Und das ist dann hier so drin. Und das muss man so machen, mit dieser Einsteckkante, dass hinten hier die besser reinrutschen. Ja? Also wenn ich jetzt hier reinstecke, dass das nicht klemmt. Deswegen habe ich hier diese Verstärkung sozusagen gemacht. Und dann wird das hier mal geklebt. Am besten mit dem Flüssigkleber. Also ich klappe das einmal zu und klebe jetzt die hier drauf und die Lasche da drauf. Na, bisschen Geduld, dann kann ich das gleich schon mal hier aufgeben. So mittig rein. Schau, dass recht weit unten ist, aber nicht zu arg, zu knapp. Gut, dann wäre ich jetzt an der Stelle schon mit der Karte fertig. Man könnte es jetzt dekorieren, wie man will. Und ihr habt ja hier die Designerpapierstreifen schon vorbereitet. Ich würde es jetzt einfach hier in der Mitte reinkleben. Wenn man will, hier habe ich zum Beispiel das alles noch etwas kürzer gemacht. Ja? Also ist auch das Designerpapier hat hier noch einen Rand. Bei dem ist auch bündig. Ne? Also so klebe ich es jetzt. Bevor ich jetzt aber klebe, möchte ich den Verschluss mit dem Magnet haben. Mache ich einen hier hin, dann ziehe ich hier die zweite Schutzfolie ab und drücke es gerade hier drauf. Und so habe ich jetzt beide Magnete, die Karte funktioniert und jetzt nur noch dekorieren. Und genau, das kommt innen rein. Jetzt kann ich hier die das Überschüssige könnte ich jetzt auch mit dem, dem Papierschneider machen, aber jetzt jetzt kommt das hier drauf. Jetzt kann ich mir auf der Rückseite überlegen, nehme ich jetzt die Variante oder die Seite. Ne? Ich kann es auch weglassen. Ne? Hier hatte ich jetzt zum Beispiel auch keins. Da habe ich es. Also das ist jetzt so Geschmackssache. Aber das hier mache ich einfach wegen dem Magnet auch. Dann ist der versteckt. Jetzt geht es nur noch ans Gestalten der Innenkappen. Ja.
Oh, da habe ich ein bisschen zu breit. Muss ich da noch abschneiden. Also zwei kommen hier rein. So. In die Fächer. Und eins wird dann hierhin gestaltet. Ich kann jetzt mir zum Beispiel das hier dann auch hier hinkleben, wenn ich will. Oder so noch eine Ecke. Sieht eigentlich ganz nett aus. Genau, und hier noch ein bisschen stempeln. Zeige ich das gerade mal. Und da kommen dann noch Anhänger ran. Und es ist bei den Stiefmütterchen ist immer so, dass die zwei zusammenpassen, die zwei. Und dann kann man innen rein, die zwei kommen dann hier rein und die kleine, die kommt dann hier rein. Der Punkt, den kann man überall reinsetzen, wenn man möchte. Ich mache jetzt gerade mal nur eine große. Na? Mache ich gleich drei Blätter. Hier die Calypso. Und dann schaue ich von oben durch. Doch toll aus. Ja. Die ist mir jetzt nicht so gut gelungen, aber dafür sieht die schöner aus. Und jetzt die Blätter. Und jetzt kommen die passenden filigranen Stempel. Das mache ich dann in Celadon. Also kann man sich richtig schön verkünsteln. Genau, vielleicht hier noch so ein Blättchen raus. Ich glaube, ich mache hier noch ein Blatt hin. So. Gerade bei so schmalen Polymer, also die durchsichtigen, die kann man manchmal auf dem Block schön hinbiegen, ne? Also hält nicht lang, aber für Stempeln reicht es meistens. Ich habe gedacht, dass ich hier noch ein bisschen noch die Bänder reinmache. Ja. Genau. Und so habe ich hier dann ein Loch mit einem Lochstanze. Und zwar haben wir diese tolle Dreifachstanze. Da kann man auch schön die
Ecken abrunden. Hier sieht dann auch ganz nett aus. Das mache ich auch hier. So. Und hier in der Ecke mache ich dann noch. So. So ein bisschen noch schnell und einfach eine Deko gemacht. Ich finde es immer ganz witzig, wenn so eine Ecke nicht ist. Man kann natürlich ringsrum, aber wenn, dann mache ich meistens eine. So. Und jetzt müssen wir hier die Mitte finden. Entweder wir balancieren das hier so aus. Da gibt es die Orientierungshilfe, die Linie. Ich mache mir das aber gerne mit dem Geodreieck so. Genau. So. Und jetzt drehe ich es um. Kann es hier anpassen. Und ja, ganz wichtig, überall. So. Dann habe ich das. Dann kann ich hier meine Markierung, dass die gleich ist. So. Dann kann ich hier ran. Wieder einmal komplett. So, schon haben wir das. Dann noch ein bisschen Bändle. Das ist so schön. Dieses gestreifte Brombeerband da. Ich mache da auch nur einen Knoten. Ich möchte nicht, dass oben rausguckt. Jetzt gucke ich mal, ob es reicht. Gerade einmal durch. Noch beschriften, wie man möchte, und dann kann man das hier rein. So. Jetzt so ganz einfach gemacht. Und wenn ich jetzt kein Magnet hätte, das schneide ich mir hier einfach einen Streifen ab. Und kann dann hier mit der Stanze so, dann passt es auch. Und gerade einmal außen rumschlagen. Nicht so fest. So, passt. Und dann mache ich hier unten drunter gerade meine Banderole. Ich könnte ja hier noch eine Blüte auch draufsetzen, wenn ich will. Also brauchen wir ja nicht normalerweise. Genau, wenn hier diese feinen, die werden dann hier so übereinander geklebt. So ist sie dann fertig. Ne? Wenn ich mag, kann ich jetzt hier noch so ein
Na, mache ich die dann daran. Kann ich rechts und links noch so ein paar Blätter hinhängen. Und hätte dann schon eine Grundkarte. Schon wieder fertig. Ja, das macht sehr Spaß. Man ist dann nur am Basteln, aber das ist echt richtig witzig. So. Na, komm her. Da könnte man theoretisch auch so einfach auf eine Karte drauf machen. Genau. So, ich lege es jetzt mal auf die Seite. Habt ihr das jetzt auch mal gesehen, wie man diese Blume macht? Okay. Also, meine Einsteckkarte ist fertig. Ich habe noch... Ach, das sieht echt toll aus. Hm. Ja. Mit der Eckenrunde, da kommt es auch viel besser noch rein. Genau. Ah, das mache ich jetzt später. So, ich habe noch welche vorbereitet, und zwar mit dem Designerpapier aus der Celebration. Also ist schon ein bisschen her, aber es ist halt immer noch schön. Und diese Stempelset Pinselstriche finde ich echt toll, auch mit diesen Punkten, ne? So vielfältig einsetzbar. Na, hier habe ich auch mal eine Kante noch reingeschnitten, also man kann das ja dann durchaus noch machen, ein bisschen verändern. Hier ist auch ein Magnet drunter. Bei dem habe ich hier vorne in die Spitze mit dem Stanzer, also wirklich mit dem Stanzer direkt hier rein, und das dann durchgezogen. Kann man also auch machen, abwandeln, wie man möchte. Das auch nochmal hier hinten innen drin dann kein Band und auch wieder eingeschrägt. Dann habe ich hier noch die Varianten mit dem Designerpapier handgemalt. Da habe ich jetzt gar nicht gestempelt, ne? Also nur mit Designerpapier und dann nach unten. Das Band ist so toll. Ja. Hier haben wir Banderole. Papaya. Und hier Heideblüte. Das sieht man auch mit diesem, ne? Und da ist das neue Band. Das ist richtig süß. Ja. Und auch nicht gestempelt. Könnte ich aber noch, ne? Was Passendes reinmachen. Also mit Magnet geht es wunderbar. Also man hat Ideen ohne Ende. Wenn ihr noch mehr Ideen wollt, auf meiner Homepage, da seht ihr die ganzen Ideen meiner Teilnehmer von Zoom. Also gerne mal vorbeischauen. Auch dort auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Die freuen sich auch. Genau. Dann wäre ich jetzt soweit. So, das war es also schon wieder von mir. Dann bleibt mir nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr könnt auch gerne die Klingel aktivieren, dann bekommt ihr wieder eine Info, wenn ich das nächste Mal was hochlade. Aber das Allerwichtigste ist, kommentiert hier unter dem Video, damit ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Was ganz nett wäre, wenn ihr mir schreiben könnt, welches Stempelset euch denn interessiert. Dann kann ich es ja auch vielleicht in mein nächstes Video integrieren. Also würde mich freuen. Dürft ihr natürlich auch gerne weiter sagen. Vielleicht habt ihr noch jemand, der da Interesse hat zu gewinnen. Ja, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Ach ja, nee, die Aktion, die geht bis zum 31. Mai 2021. Also alle bis dahin geschriebenen Kommentare können an der Verlosung teilnehmen. Aber wie gesagt, ich schreibe alles unten nochmal rein. Okay, dann sage ich.